Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Session von Let's Play Mountain Blade Solo mit Yakinator, also mir, und Yakinator dem Weisen, unserem überkrassen Mega-Rächer, der in Calradia unterwegs ist, um Tod und Zerstörung zu säen und nebenbei ganz viel Geld zu verdienen. Okay, wir fangen mal an. Tag 162 liegt an. Mann, ist das viel. Ist schon fast ein halbes Jahr sind wir jetzt unterwegs. 6.28 Uhr. Und ja, wir warten mal ein kleines bisschen, bis das hier lädt. Und dann erkläre ich euch mal, worum es in dieser Session heute gehen soll. Ja, also erstmal, wir sehen, wir sind hier wieder am Weg hier Lande. Da, wo wir letztes Mal aufgehört haben, sind so ein bisschen durch die Lande geguckt. Hatten ja Ausschau gehalten nach ein bisschen Geld, nach einer tollen Plattenpanzerung im Endeffekt, die es ja dann irgendwann werden soll. Und apropos Rüstung, ich habe mir gedacht, diese heutige Session werden wir allein darauf verwenden, um ein Projekt abzuschließen, das wir schon lange vorgehabt haben. 15? Habe ich etwa Leute? Oh, warum? Ah, stimmt, ich hatte mir ein paar Truppen geholt. Oh, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, wofür brauchte ich die überhaupt? Hatte ich die irgendwie befreit oder so? Eieieiei. Gute Frage. Wäre es möglich, dass wir uns eine Armee aufbauen wollten? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt was ganz anderes vor. Wir können nämlich gleich mal diese wunderbare Armee, die wir da haben. Naja, so wunderbar ist die auch nicht. Das sind wirklich alles nur Pappnasen. Hängt das jetzt zusammen mit irgendeiner Aufgabe, die wir da haben? Ich werde mal später nachforschen, nach dieser Session, und mich dann tierisch drüber aufregen, dass ich diesen Fehler gemacht habe und diese Leute jetzt wieder weggeschickt habe. Na gut, wir können ja mal gucken, was wir hier so an Quests haben. Eieiei, und deswegen hat man diese Leute auch mit. Wir sollen nämlich 6 Wegeritter aufziehen und zu ihm bringen. Okay, ein bisschen Zeit haben wir noch, kein Problem. Wir haben noch ein paar Sessions Zeit, um diese Aufgabe zu erlösen. Zu lösen natürlich, um diese Aufgabe zu erledigen oder zu lösen, eins von beiden. So, und ja, das eigentliche Ziel heute ist, ich hatte mal gesprochen, dass es irgendwo im Spiel eine wunderbare, mysteriöse Special-Rüstung gibt, die in einigen Situationen auch ganz nützlich für uns sein könnte. Das Problem ist, sie ist hier in irgendwelchen Städten versteckt. Ja, und liegt in den Städten in irgendwelchen unsichtbaren Truhen rum. Gut, und da habe ich mir gedacht, ehe ich jetzt 3 oder 4 Sessions darauf verwende, dieses Ding zu suchen, werde ich das mal ein bisschen abkürzen. Hier eine Session vollgepackt mit Action. Und ja, ich habe mal geguckt, in welchen Städten diese Rüstungsteile liegen. Oder dieses Ausrüstungsset, sage ich mal. Denn es ist ja nicht nur, oh, jetzt sind wir in irgendwelche Sea Raider reingerannt. Egal, naja gut, dann müssen wir halt ein paar Sea Raider besiegen. Aber ja, es gehört eigentlich auch noch ein Schwert zu diesem Ausrüstungsset dazu. Ja, und ich habe mich schlau gemacht und mal geguckt, und es gibt 2 Truhen und da ist das drin. Und die eine ist im Riva-Check, also bei uns, bei den Vegiers, wo wir jetzt gerade hinreiten. Und die andere liegt in Tier, bei den Nord, wo wir vorhin erst waren. Na, was heißt vorhin? Also vor ein paar Tagen oder so. Ja, und da werden wir uns dann durch diese Städtchen suchen, uns ein bisschen unterhalten und uns freuen darüber, dass jetzt neben Mountain Blade Solo auch wieder die anderen Let's Plays hochgeladen werden. Am Wochenende, am Samstag wird es soweit sein. Da wird euch ein großer Schwall von Videos überschwemmen. Seid gespannt auf unter anderem ein Special, denn wir haben super viele Jubiläen zu feiern. 30 Abonnenten, wofür ich mich nochmal super megamäßig bedanken wollte. Auf Yakinator der Weise, typische, überschwängliche Art. Und 5000 Views haben wir, glaube ich. Ja, und wir sind jetzt ungefähr... Bald sind wir 4, warte mal, September, Oktober, November, Dezember, Januar. Ja, 4 Monate gibt es diesen Kanal jetzt schon, also mit diesen Let's Play-Inhalten. Und 125 Videos feiern wir jetzt auch. Vielleicht ist dieses hier sogar das 125. Muss ich mal sehen, ob ich das so hingedeichselt kriege. Wenn nicht, ist es ja auch nicht so schlimm. Also ganz, ganz viele Jubiläen zu feiern. Und da kommt natürlich auch noch ein dickes, fettes Special für euch raus am Samstag. Oder am Sonntag, falls ich es nicht schaffen sollte, kommt es am Sonntag. Ja, aber eigentlich sollte das klar gehen. Ja, da habe ich mich jetzt ein kleines bisschen darauf vorbereitet, auf diese, dass das wieder anfängt mit diesen ganzen Let's Plays. Ein bisschen, ja, Freiraum mir geschaffen, rein videomäßig, dass ich nicht immer jeden Abend hier irgendwas aufnehmen muss. Nö, habe mir ein paar Sessions in der Hinterhand gehalten, die ich jetzt auf euch loslassen möchte. Okay, aber jetzt müssen wir erstmal gegen die Sea Raider ran. Wir gucken mal, gegen wie viele Sea Raider. Naja, einer gegen 5. Ich glaube, es dürfte nicht so ein riesiges Problem sein. Aber wie gesagt, als Einstieg in die Session hier auf jeden Fall
Erstmal okay. Man kann sich wieder an die Steuerung gewöhnen. Nun gut, so lange ist es nun auch wieder nicht her, seitdem wir das letzte Mal gespielt haben. Aber einfach mal so ein bisschen Fingerübung. Leute suchen. Wo seid ihr? Das kennt ihr ja auch schon alles zu Genüge. Ach, und ja, der Bogen ist dran. Wir gucken mal, ob wir den Leuten hier ein bisschen gefährlich werden können mit unserem Flitzebogen. Eigentlich möchte ich den an die Beine schießen, aber irgendwie lassen sie sich, doch jetzt lassen sie sich in die Beine schießen. Wunderbar. Und 42 Damage. Und hier noch ein paar Damage, genau. Ja, werft eure Äxte. Dafür hau ich euch dann hier so weg. Ja, das mit dem in die Beine schießen ist manchmal gar nicht so einfach. Also das ist viel einfacher, irgendwie den Kopf zu treffen, habe ich das Gefühl. Aber kein Problem. Sind ja auch nur 5. Ich meine, es wäre jetzt langweilig, wenn da jetzt 500 Sea Raider auf mich warten würden, den ich allen in die Beine schießen müsste, weil sie so eine blöden Schilde dabei haben. Und dem ist aber nicht so. Und wir machen einen Siegessprung hier mit Hans. Bist du überhaupt noch Hans? Das möchte ich jetzt gerne mal wissen. Bist du überhaupt noch Hans? Du bist das Heavy Warhorse. Nein, nein, du bist nicht mehr Hans. Ah, du hast noch keinen Namen. Stimmt. Da müssen wir uns auch noch was überlegen. Das machen wir dann bald. So, jetzt nehmen wir erstmal hier das ganze Zeug von den Sea Raider mit. Durchweg gute Ware. Annehmbare Ware, die man durchaus mitnehmen kann. Aber dann ist es ein bisschen langweilig. Das nehmen wir jetzt natürlich auch hier die 35er-Gruppe gleich mal. No pain, no gain, würde ich mal sagen. Charge the enemy. So, wir haben, sind gut ausgerüstet, wir haben ein Schild. Ach, wir haben keine Lanze. Ach, wir haben schon wieder die Lanze vergessen. Ab zur Kiste und Lanze geholt. Sofern sie da überhaupt noch drin ist. Da bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Es kann ja sein, dass, wurde die uns nicht letztes Mal geklaut? Sagt mal, irgendwie ist jetzt total, alles wurde geklaut. Ja, und nein, die Lanze ist noch da. Huh, Glück gehabt. Dann legen wir mal lieber das Schild weg und lassen die Lanze sprechen. Return. So, und irgendwie sollten jetzt auch mal langsam ein paar Sea Raider am Horizont auftauchen. Beziehungsweise hinter dieser Hügelkuppe stecken sie bestimmt und lachen sich ins Fäustchen. Ach nee, da hinten. Ja, meine Pfeile fliegen weit. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob so weit, dass ich euch gefährlich werden kann, aber wir können ja mal gucken. Einfach mal ein paar Blindschüsse abfeuern. Und dann wieder das übliche Spielchen. Aber ich glaube, diesmal wird uns der Bogen nicht besonders helfen bei der Erfüllung unserer Mission. Denn hier sind die meisten von den Kerlen ganz gut gepanzert. So, und wenn die jetzt ein bisschen näher rankommen, gehe ich auch gerne so in diese Nicht-Zoom-Perspektive über. Da habe ich das Gefühl einfach, dass man teilweise sogar besser trifft. Aber ist vielleicht auch Geschmackssache. So. Ja. Würdet ihr jetzt bitte aufhören, eure Schilde hier gegen mich zu halten? Okay, also die Pfeile werden wir jetzt alle noch verschießen. Und danach geht's in den Nahkampf. Das kennt ihr ja auch schon. Und 35 Sea Raider, naja. Ohne Pferde. Da sehen die ganz schön alt aus, die Sea Raider. Oh, 232 Archery Skill hatten wir auch schon lange nicht mehr, dass hier irgendwas aufgelevelt ist. Wir sind ja schon ziemlich weit oben. Deswegen dauert es auch dementsprechend lange, bis man ein Level erreicht ist. Und ich hoffe, dass wir jetzt irgendwann vielleicht auch mal wieder ein richtiges Level aufsteigen. Ich habe natürlich noch einige Skills, die ich hier noch verbessern möchte. Zum Beispiel mein Athletic-Skill ist, glaube ich, noch nicht so megamäßig entwickelt, als dass wir damit schon Spaß haben könnten. Aber da werden wir gleich mal sehen. So, und jetzt erstmal rein in die Sea Raider. Juhu, wie habe ich das vermisst? Kommt alle her mit euren Bögen, Äxten, was auch immer. Ich nehme alles mit. Oh, da hat mein schweres Kriegspferd ein bisschen Damage erlitten. Ich natürlich nicht, aufgrund meiner guten Rüstung. So, und Sea Raiderchen. Komm her. Wow. Du und du und du und dich kriegen wir, naja, nicht wirklich. Ah, ich schwinge es auch viel effektiver als zustoßen, ehrlich gesagt, mit diesem Schwert. Also versuchen wir mal zu schwingen, aber ab und zu hält man das Schwert dann doch so, dass dann doch eher zugestoßen wird. Naja. Ja, da ist natürlich der Schaden dann nicht ganz so groß, weil die Kraft, die ausgeübt wird, natürlich auch nicht so riesig ist. Denn beim Schwingen hat man halt den Schwung, der da noch mit reinspielt, und den Geschwindigkeitsbonus vom Pferd. Okay, den hat man beim Stoßen auch, aber dieser Schwung fällt halt weg. Und dadurch sieht das ganz anders aus. So, und ihr könnt alle mal schön bluten und kein Problem. Oh, 5 Damage. Da hat uns gerade, glaube ich, eine Axt getroffen oder sowas. Aus kurzer Distanz. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Und wende dementsprechende Vergeltungsmaßnahmen an.
So, zack. Und ich muss sagen, was ich ja finde, ist, die Grafik von dem Spiel ist eigentlich dafür, dass es wirklich ein Independent-Projekt ist, ist im Jahr 2011 auch echt noch annehmbar. Damals fand ich es eigentlich sehr hübsch, also gerade von den Animationen, und es war auch eigentlich das allererste Spiel Mount & Blade, wo man mal wirklich so eine gescheite Pferdesteuerung hatte, die ein bisschen, naja, über die Basics hinausging. Oh, 25? Wollt ihr mich verarschen? Na gut, wenn man eine Axt direkt ins Gesicht kriegt, ist das wahrscheinlich 25 Damage wert. Hallo? Ich werde mich jetzt hier nicht von ein paar Sea Raidern irreleiten lassen. Wir gewinnen dieses Ding, hoffe ich doch mal. Ach nee, jetzt fange ich schon wieder an, den Sieg zu beschwören. Und dass es in den seltensten Fällen gut geht, haben wir schon sehr oft mitgekriegt. So, deswegen lassen wir das jetzt mal sein und konzentrieren uns ganz auf unsere Aufgabe, hier diese Leute wegzumetzeln. So, 6 sind es, glaube ich, noch 5. So, und jetzt können wir natürlich auch mal den uneleganteren, aber sicheren Weg über die Lanze nehmen. Zack. Denn da kommen die gar nicht in die Verlegenheit, hier in die Nähe meines Pferdes mit ihrer Waffe zu kommen, wenn ich sie treffe. Denn die Lanze ist dafür einfach ein bisschen... Au! Die Lanze ist dafür einfach ein bisschen zu lang. So, und es würde mich jetzt richtig ärgern, wenn uns dieser Axtwerfer hier vom Pferd holzen würde. Deswegen machen wir ihn unschädlich. Und hier der letzte. Und juhu, dann haben wir es geschafft. Wenn auch ein bisschen holprig am Anfang. Naja. Puh, das schwere Brot eines Handlungsreisenden. Handelsreisenden? Nee, Quatsch. Wir sind ja ein Söldner oder sowas. Oh, Balanced Throwing Axes. Balanced Nordic Sword. Nordic Helmet. Und das ist ja. Das ist ja wie Dorf ausrauben. Meine Güte. Das ist ja unglaublich. Alles, wir sind immer noch bei 150 im Wert. So, da muss natürlich hier einiges weichen. Der ganze Billigkram, den wir da mit uns rumschleppen. Ja, das kommt dann weg hier für die wunderbaren... Ah, schön. Wie gesagt, vollgepackt mit tollen Sachen. Reiten wir gen Rivacek, wo sich die erste Kiste befinden wird. Die erste geheime Truhe. Und, aber vorher werden wir unser Zeugs noch verkloppen. Zum... Typen. Zum Waffentypen gehen wir jetzt nämlich. Rostige Battle Axe. Rusty Battle Axe. So, ab hier können wir, glaube ich, alles verkaufen. Das ist alles Müll. 2497 hat er. Super, da hat er vielleicht genug Geld, um dass wir hier nicht extra zu jemand anderem noch gehen müssen. So, ja, hat er. Und da, wir müssen doch noch zu jemand anderem gehen, denn er hat keinen Platz im Inventar mehr. Das kommt auch relativ selten vor. Aber naja, da müssen wir jetzt mal durch. Und dann zurück zum Armor-Händler. Wir haben jetzt übrigens schon 34.117 Dinare, sehe ich gerade. Also so langsam kommen wir so in die Region, wo wir uns auch mal was echt Schönes kaufen können. Ja, also hier ist jetzt nichts Gutes dabei. Reinforced Mail Boots ist ein bisschen besser. Lordly Mail Boots, hallihallo. 4.000 brauchen wir noch, damit wir noch 4 Punkte auf die Rüstung kriegen. Aber ich glaube, das schenken wir uns einfach mal. Mein Ziel ist eher so, diese Plate Armor, eine richtig coole, geile Plate Armor hier zu kriegen. Ja, das wär's. Das werden wir machen. Okay.